Hallöchen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Pokémon Feuerrote Edition und wir sind ganz nah am Ende des Team Rocket Hauptquartiers. Dieser Typ hier ist der Einzige, der noch im Weg ist, hier um die Tür zu öffnen. Spürst du nicht die Schönheit der dunklen Seite? Bist du Darth Vader oder was? Ich glaube, das ist Darth Vader, der uns hier überreden will, die dunkle Seite der Macht zu nutzen mit seinen drei Pokémon. Und zwar Pummeluft. Das ist natürlich richtig, richtig Dark Side hier. Pummeluft, die brutalsten Pokémon der Welt werden hier ausgepackt. Soll ich wechseln überhaupt oder kann ich den Giga saugen? Vielleicht kann ich ihn sogar Giga saugen. Mal gucken, ob das was bringt, ob das voll effektiv ist. Schauen wir mal. Na, das ist nicht so wie... Also ich brauche sogar mehr als zwei Hits, wie es aussieht. Ne, ich wechsle lieber. Ich wechsle lieber ein Pokémon. Wie wäre es mit Sykorax? Der hat lange nicht mehr hier einen Auftritt gehabt. Du schaffst es, Sykorax. Ich glaube an dich. Und ordentlich erstmal hier ein Walzer wird getanzt. Es wäre voll lustig, wenn Capoeira auch Walzer könnte, weil Capoeira ist ja das Tanz-Pokémon. So, was machen wir Schlaues? Wie wäre es mit Metallklaue? Ich habe gehört, das ist eine richtig starke Attacke. Und hat auch Stab, muss ich dazu noch sagen. Und das hat gereicht. Erstklassig Sykorax, ich bin stolz. Gab leider kaum XP, das ist schade. Sumpex. Ah, Sumpex. Wir haben auch bald einen Sumpex, ne? Phobos entwickelt sich dazu. Oh, warte. Ich habe die perfekte Idee. Sumpex. Da ist doch Gigasauge jetzt tatsächlich sogar mal sinnvoll. Ich glaube, Sumpex ist sogar Wasserboden oder so von so einer Kombination. Und da ist Pflanze doch vierfach effektiv gegen, oder? Probieren wir es aus. Gigasauger. Gigasauger, komm. Hau ihn weg, den Typen hier. Das ist sehr effektiv, aber hat ihn nicht getötet. Schade. Gesichte. Erstmal mein Gesicht. Was ist überhaupt Gesichte für ein Wort? Das ist mir nicht gebräuchlich im deutschen Sprachgebrauch, aber... Vielleicht bin ich auch einfach nur nicht gebildet genug. So, Sumpex ist Geschichte. Wir bekommen selbst auch bald einen Sumpex. Da freue ich mich auch schon drauf. Und 1000 XP. Oh mein Gott. So, und Sarazenia. Das beliebte Pflanzen-Pokémon, was auch James damals hatte in der Serie. Und was ihn immer gegessen hat. Oder war das nicht Ultrigaria? Ich glaube, er hatte erst ein Ultrigaria und das hat sich dann entwickelt zu Sarazenia. Das war auch noch in der ersten Staffel. Und das hat James immer gegessen. So eine fleischfressende Pflanze. Und dann ist er die Hälfte der Folge immer ohne Oberkörper rumgelaufen, weil das ja gegessen wurde. Ich glaube, Aeroas wäre tatsächlich schlauer gewesen hier wegen Stab. Weil Hydra ist, glaube ich, nicht offiziell ein Feuer-Pokémon. Also offiziell glaube ich nicht. Das ist nicht richtig, aber offiziell ist es ein Flug-Pokémon und deswegen wäre das voll cool. So. Tod, weg mit dir, du Wurst. Du Wurst, Gegner. Wir können uns, glaube ich, gleich auch schon Fliegen holen. Diese geile VM, mit der man durch die komplette Welt fliegen kann. Das muss ich gleich auch nochmal durchsuchen. Ich glaube, das gibt es hier irgendwo in der Nähe. Irgendwo in der Nähe von Prismania City. Ich weiß allerdings nicht, ob man dafür zuerst die Pokémon-Flöte braucht. Falls ja, dann müssten wir erst den Pokémon-Turm in Lavandia machen und dann könnten wir erst fliegen lernen. So, und hier ist der Big Boss. Der Big Boss ist am Start. Unser Pokémon, bei guter Gesundheit würde ich sagen, das halten wir ordentlich aus, diesen Fight mit Giovanni. Ich bin schwer beeindruckt, du bist tatsächlich weit gekommen. Das Team Rocket finanziert mit Pokémon seine finsteren Pläne. Ich bin hier der Boss, alter Giovanni. Mach dich bereit, Höllenqualen zu erleiden, du Wicht. Ich glaube, der hat auch ziemlich gute Pokémon am Start. Mal schauen, was er so hier auf die Bühne bringt. Drei Pokémon hat er. Nebulak. Sinope, ich glaube, ich möchte nicht mit dir kämpfen. Wie wäre es mit Mond und einem richtig schönen Psystrahl, so richtig volle Kanne ins Gesicht? Obwohl Nebulak besteht auch nur aus Gesicht, also wenn du triffst, triffst du immer sein Gesicht. Konfusstrahl, das ist natürlich uncool. Die ganzen Strahlen hier. Ah, Verwirrung. Meine absolute Hass, mein Hasszustand. Und Fluch, auch das noch. Ich sollte wechseln, auf jeden Fall. Oh, der macht Schabernack hier. Der will uns hier auf die lange Zeit töten. Das ist dein Plan. Verwirrt. Wenn du jetzt triffst, dann wärst du geil. Wenn du nicht triffst, bist du kacke. Okay, du bist geil, Alter. Jawohl, Mond. Sehr schön. Da kann ich auch ohne Probleme jetzt auswechseln und den Fluch ordentlich beseitigen. So, schön. Und Hariyama wird in den Kampf geschickt. Ich glaube, ich wechsle erstmal zu Sinope, um erstmal ein paar XP zu leechen. Und dann machen wir ihn mit einem Aero-Ass fertig. Hariyama ist schon ein ziemlich brutales Pokémon, glaube ich. Das kann richtig Schellen verteilen. Also von dem möchte ich keine Ohrfeige bekommen. Da würde ich lieber von Sinope eine Ohrfeige bekommen, ne? So, Hydra.
Du darfst jetzt ordentlich Aeroas benutzen und ihn hoffentlich mit einem einzigen Schlag wegballern. Obwohl, ihr seid ja fast das gleiche Level. Aber sehr effektiv, plus Stab. Vielleicht wird es doch relativ viel Schaden machen. Wir werden sehen. Aeroas hat mich bisher eigentlich selten enttäuscht. Mal gucken. Oh, aber der hat doch richtig viel HP, ey. So langsam wie der HP-Balken droppt. Der muss ja richtig viel haben. Oh nein, wer kommt in den Kampf? Psychorax. Ich weiß jetzt nicht. Was ist denn gut gegen Kampf? Ist Unlicht gut gegen Kampf? Nee, ich glaube nicht, oder? Stahl vielleicht? Ich probiere mal Stahl aus. Metallklaue. Ist das gut? Nee, das zackt ohne Ende. Das ist ohne Ende zackig. Abschlag, auch das noch. Eigentlich müsste jetzt der nächste Marathonläufer von mir in den Kampf kommen, weil wir haben ja abgeschlagen. Naja, egal. Hariyama ist besiegt. Sehr schön. Angriff noch zweimal geboostet von Psychorax. Das ist auch cool. Sinope, jawohl, Hydra und Psychorax. Also der hätte auch 1000 XP gegeben. Und Trasla wird in den Kampf geschickt. Ich bleibe mal drin. Einfach just for fun, weil ich schon zweimal Attack-Boost habe. Durch die Metallklaue, die ich benutzt habe. Mal schauen, wie viel Schaden das jetzt macht. Mal schauen, wie viel Schaden das jetzt reinhaut, Trasla. Überlebst du das? Nein. Wie kann man das auch überleben? Zweimal gebufft. Sehr cool. Giovanni, du bist eine Wurst. Nein, ich habe kläglich versagt. Aber du hast viel Geld dabei. Davon kaufe ich mir einen neuen Trank. Offensichtlich trainierst du deine Pokémon sehr sorgfältig. Trotzdem würdest du meine Ziele und Beweggründe niemals verstehen. Dieses Mal lasse ich dich noch von dannen ziehen. Doch, wir werden uns wiedersehen. Ja, das werden wir. Und hier ist das Slivscope. Jawoll, Baby. Damit können wir die Geister im Pokémon-Turm von Lavandia endlich sichtbar machen. Sehr schöne Sache. Dann können wir dort endlich mal weitergehen. Und dort die Pokémon-Flöte bekommen und dann alles andere machen. Das sind alles hier Events, die sich aneinander reihen. Der kritische Pfad sozusagen. Vorher möchte ich natürlich erst ins Pokémon-Center. Und auf jeden Fall möchte ich auch gucken, ob wir Fliegen schon bekommen können. Denn das wäre echt cool, wenn man sich so ein bisschen hier die Routenzeiten hier ein bisschen sparen könnte. Wir könnten natürlich auch einfach komplett absuchten hier in der Spielhalle. Aber das trägt nicht zu meinem Image bei. Deswegen lassen wir das mal lieber sein. So, Pokémon Center. Hallo, Schwester Joy. Meine Pokémon brauchen Heilung. Heilung ist erforderlich. Sehr schön. Und dann gucken wir erstmal, ob wir Fliegen bekommen können. Denn Fliegen ist echt geil. Damals in der Saphir-Challenge wurde Fliegen uns ja verwehrt. Also Fliegen selbst hatten wir, aber wir hatten kein Pokémon, welches das lernen konnte. Und jetzt haben wir aber Brutalander namens Hydra im Team. Obwohl, ich kann auch eben Tränke noch kaufen, wenn wir schon mal direkt hier sind. Beim Pokémon Supermarkt hier, der Supermarkt ohne Ende. Kann man auch direkt ordentlich Geld ausgeben hier. Erster Stock wahrscheinlich. Erster Stock. Ich möchte erster Stock gehen. So. Da brauchen wir auch nicht den Aufzug für, sondern können einfach die Treppe machen. Ist sowieso gut für die körperliche Gesundheit. Hallo, ich möchte was verkaufen. Und zwar habe ich noch so einen dummen Beleber, den ich sowieso nicht benutzen werde. Also weg mit dem. Hohen Wert, dann verkaufen wir den mal. Das X-Angriff werde ich auch niemals benutzen. Weg mit dem Scheiß hier. X-Abwehr, die ganzen X-Items benutze ich nie, weil dafür einfach eine Runde im Kampf komplett flöten geht. Deswegen ist der eigentlich voll dumm zu benutzen. So, und dann kaufen wir uns noch Tränke. Oh, hier ist aber TMs. Hyperstrahl? Was? Die haben mir Hyperstrahl zu verkaufen. Ziemlich gute Attacken, aber ich möchte eigentlich Tränke. Ich hoffe, dein Kollege hier verkauft Tränke. Ja, haben wir Bälle eigentlich noch genug? Wir haben 16 Bälle, kaufen wir nochmal noch 4, dann haben wir 20. Eine schöne runde Zahl. Ich glaube, wir haben aber auch noch normale Pokebälle, von daher. Aber unser ganzes Geld geht hier erstmal für Tränke drauf, würde ich sagen. Tränke sind eine gute Investition. Mit 30 sollten wir erstmal hinkommen. Das sollte ordentlich reichen. Haben wir genug Gegengifte? Na, zwei weitere haben wir wieder 10. Paraheiler. 4 weitere haben wir wieder 10. Jetzt haben wir richtig viel Kohle bekommen. Ich weiß gar nicht, wo das Geld auf einmal alles herkommt. Haben wir irgendwie eine arme Oma überfallen oder so? So. Ich hole uns hier die ganzen Status-Heil-Effekte-Items mal. 10 Stück jeweils. Wir haben ja Geld ohne Ende. Das sollte eigentlich ziemlich gut hinhauen. Und Superschutz? Wer weiß, vielleicht ist das auch nochmal nützlich. Holen wir uns auch nochmal ein paar Superschütze. So. Ich glaube, Superschutz in der Safari-Zone wäre richtig schlau, oder? Weil man da ja nur rein... Na, obwohl es gibt da ja auch Surfer. Die VM-Surfer kann man ja auch in der Safari-Zone finden. Und da ist Superschutz vielleicht sogar angebracht. Eine lustige Kombination. Hätte ich gar nicht erwartet, dass ich das plausibilisieren kann. So. Können wir Fliegen bekommen, ist die Frage. Ich glaube, da muss man hier den Busch zerschneiden. Hier ist nämlich Relaxo. Der lässt uns nicht durch. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Verdammt. Radweg. Was? Gute Abfahrt. Und wir können hier auch ein Routen-Pokémon fangen.
denn hier waren wir ja bisher noch gar nicht. Ich glaube, das ist eine gar nicht mal so schlechte Idee. Mal schauen, was wir hier als Routen-Pokémon bekommen können. Oh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Hoffentlich Flamara. Oh, es ist Tragosso. Tragosso. Naja, nehme ich auch. Nehme ich gerne. Warum nicht? Erstmal ordentlich paralysieren. Und dann hauen wir den mit Trugschlag ordentlich runter. Das ist eine richtig coole Pokémon-Catch-Kombination hier. Sehr schöne Sache. Routenschlag. Oh, du hast ja richtig coole Attacken drauf. Richtig, richtig bad bist du, Tragosso. So, Sykorax. Du darfst gerne hier mal wieder am Werk sein und ordentlich hier Trugschlagen, damit wir den auf 1 HP bringen können und dann einen Pokéball werfen. Und dann gehört der einfach uns, dieses Tragosso. Trugschlag, los, mach ihn platt. Bam. Ordentlich ins Gesicht, ein Volltreffer sogar. Aber ich mache noch einen Trugschlag, weil er hat noch nicht 1 HP, sondern er hat noch ein bisschen mehr. Und das hätte man jetzt mit keiner anderen Attacke machen können. Also ernsthaft, jede andere Attacke hätte ihn jetzt gekillt. Aber Trugschlag lässt genau 1 HP immer übrig. Wie geil ist bitte diese Attacke? Ernsthaft, die ist super geil. So, dann probieren wir mal, ihn zu catchen mit Pokéball. Wir haben davon noch ein paar übrig. Und Tragosso ist jetzt nicht dafür bekannt, das heftigste Pokémon aller Zeiten zu sein. Deswegen benutzen wir da erstmal die regulären Pokébälle. Vielleicht klappt es ja sogar. Es klappt sogar auf Anhieb, also bitte. Tragosso wurde gefangen, ein Männchen. Und mal gucken, was der Pokédex so sagt. Es trägt den Schädel seiner verstorbenen Mutter auf seinem Kopf. Fühlt es sich einsam, soll es laut weinen. Eine traurige Geschichte. Ich möchte gerne einen Spitznamen vergeben. Und zwar... Ich glaube, ich habe jetzt nicht unbedingt die Namen, die super passend für ihn sind. Nennen wir ihn einfach mal... Pan. Ich glaube, Pan hieß auch ein Charakter aus Dragon Ball. Und Pan heißt auch ein Mond des Saturns. Übrigens entdeckt am 16. Juli 1990 von Mark R. Showalter. Ja, hier kommen die Trivia-Infos wieder vor. Also hier lernt man noch was. Oh, ein Doppelkampf hier, oder ist das... Unsere Liebe kennt keine Grenzen. Wir lieben uns und zeigen das öffentlich. Bei was habe ich euch gerade gestört, Alter? Was sind das denn für Exhibitionisten? Junges Glück, Lena und Uwe. Mit Metagross und Porygon. Alter Schwede, die haben ja richtig... Also Metagross ist echt eine harte Hausnummer. Mal gucken, was wir da Schlaues gegen machen können. Also Sinope sollte auf jeden Fall rausgewechselt werden. Das wäre eine schlaue Idee. Ich glaube, Hydra. Damit wir richtig schön Metagross einschmelzen können. Und wieder Fahrräder verkaufen. Und dann, Aquaknarr auf Porygon. Das wäre super. Komm, los, hau rein, hau ihn weg. Neutral-Torso. Ach, Bedroher ist. Okay, hat das immunisiert. Okay, verstehe ich. Ich habe ehrlich gesagt voll Schiss vor Metagross. Das ist ein super brutales Pokémon. Und wir hätten in unserer Saphir-Challenge theoretisch auch ein Metagross haben können. Denn wir hätten einen Starter. Seine Vorentwicklung hatten wir als Start-Pokémon. Leider ist er uns in seiner zweiten Entwicklungsstufe aber abgekackt irgendwann mal. Sehr uncool. Und deswegen sind wir niemals zu einem Metagross gekommen, oder? Haben wir später noch eins gefangen? Das weiß ich gerade gar nicht. So, Hydra, mach mal Glut hier auf Metagross. Mach ihn mal ordentlich platt. Und dann Lehmschuss. Denn eben, das Aquaknarre hat mich nicht so begeistert, muss ich sagen, Phobos. Das hat mich nicht begeistert. Das hier ist schon ein bisschen besser. Hälfte HP ungefähr. Vielleicht kann ich ihn sogar in der nächsten Runde damit töten. So, Hydra. Hau mal rein mit Glut. Mal schauen, wie das rein brezelt. Zwar sehr effektiv, aber wir sehen Metagross. Nicht zu unterschätzen, der Kollege. Der Kollege hat es ordentlich drauf. Ein Volltreffer, auch das noch. So, wir machen genau das gleiche nochmal. Und hoffen, dass es einfach gut ausgeht. Vielleicht ist Porygon schon im Eimer nach dieser Runde. Das wäre geil. Oh yeah, obwohl er nicht mehr im gelben Bereich war vorher. Sehr schön, der Random Number Generator war auf meiner Seite. Sehr schön. Und jetzt haben wir ein 2 gegen 1 Duell. Wahrscheinlich sollten wir das jetzt hier schaffen können. Ich sollte Phobos aber nochmal austauschen, weil das ist ja doch ein bisschen uncool, wie er hier jetzt Schaden frisst. Hydra macht ordentlich Glut und damit soll es besiegt sein hier. Und hier schicken wir nochmal Sinope in den Kampf, einfach nur so, just for the fun. For the fun! Einfach nur zum Teasen. Oh nein, das war vielleicht eine dumme Idee. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war eine sehr dumme Idee, aber zum Glück hat Sinope das überlebt. Ich hätte nicht gedacht, dass er schneller ist als Hydra, ehrlich gesagt. Da habe ich schlecht aufgepasst. Oh Mann. Da wollte ich ihm das hier noch so richtig vorhalten, was er für ein Sack ist. Und dann ist er tatsächlich schneller. Megasauger. Das ist, glaube ich, sogar besser als Gigasauger, weil er einfach mehr AP hat.
Aber ersetzen werde ich ihn dadurch trotzdem nicht. Gigasauger Stärke 60 und Megasauger Stärke 40. Ich packe Härtner dafür auf jeden Fall weg, weil Härtner ist voll die Wurstattacke. So eine richtig schön gehärtete Wurst. So, Megasauger erstklassig. Und dann gucken wir mal, ob wir hier Fliegen bekommen können. Das wäre nämlich cool. Aber erst das nächste Mal. Vorher heile ich mich nochmal. Wer weiß, ob da irgendein Gegner uns noch auf die Schliche kommt. Und dann gucken wir, ob wir Fliegen bekommen können. Und dann gehen wir nach Lavandia und den Pokémon-Turm machen wir. Und wir haben ganz viel vor in naher Zukunft. Bleibt dabei, denn es wird richtig episch. Bis dann, Leute, und tschüssi, Kowski!